erspartes Geld. Ich gehe mich kurz erhängen. Also sehr freundlich. Ja. Also hier komme ich nochmal hin. Endlich kann ich mir den Stoff bestellen. Wie viel brauche ich denn? Was ist da? Hier, mein ganzes erspartes Geld. Stabilität. Ja. Und guck mal, wir müssen halt gucken, dass sie bei mir um den Fuß geht. Ja, und dass sie um mein Handgelenk. Und dass es dann halt noch weit genug genau Platz hat. Also, kann ich gut. Also ja, stimmt. Also, dass wenn ich dich so ziehe und dass wir ein bisschen Abstand voneinander haben. Ja, dass mich halt aber trotzdem noch zu nah aneinander sind. Genau, ja. Ja. Und dass dann halt stabil ist und. Guck mal. Ärmel annähen. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig rum. Übrigens, dein Shirt ist mir total aufgefallen. Ist es vielleicht neu? Ja, gell. Ja, das habe ich mir neu gekauft. Das passt einfach perfekt. Wie mein neues Cosplay, was ich endlich fertig genäht habe. Oh, ich bin jetzt schon. Ich bin jetzt erstmal der Rose. Ich habe nicht mal mein Ticket gekauft. Ich habe nicht. Und jetzt habe ich festgestellt, so okay, na gut, bist du an der Uni, schaffst du es nicht mehr, machst du nur eins. Das ist so, also ich lerne jedes Jahr, also ich lerne nicht draus. Aber bei ihr war das Problem, sie hat so voll coolen Stoff gekauft, ja. Da kam einfach die falsche Farbe und jetzt schafft es halt doch nicht mehr. Das Rot. Und jetzt schafft es halt doch nicht mehr bis zu kommen. Das ist halt mega scheiße. Das ist mir auch passiert. Also, das sind die einzelnen Teile. Jetzt habe ich aber wirklich das Problem, wenn das hier alles zusammengehört, wie mache ich das? Ich bin jetzt schon die ganze Zeit überlegen, alles einzeln zu machen. Deswegen habe ich alles einzeln aufgeteilt. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, wie das dann am Ende zusammenhält. Ja, aber wenn du doch einfach hier zum Beispiel an den Schultern das annähst, also das direkt an den Schultern annähen, das ist ja das Gleiche hier, ne? Ja. Und die vorne von mir aus feststecken, oder ich meine, du kannst ja auch mit so einem kleinen Kettchen oder sonst irgendwas dann aneinander machen, dann wird das ja eigentlich überhaupt kein Problem sein. Ich habe stundenlang den Kopf zerbrochen. Über die einfachsten Sachen, das kenne ich. Ich gebe mich kurz erhängen. Badewanne. Du weißt nicht zufällig, wo die Badewannen sind? Nein. Toll. Wir kommen jetzt an. Ja, wir brauchen eine neue Badewanne. Ah ja, am besten geht ihr einfach den Gang geradeaus weiter und dann rechts und dann müssen die nach dem zweiten Regal eigentlich schon sein. Okay, gut, danke. Sie wissen nicht zufälligerweise, wo die wachsbeschichteten Tapeten sind? Ja, wenn sie bei den Badewannen einfach 6 Gänge weitergehen, dann kommen sie bei den Farben vorbei und dann kommen die Tapeten, aber die wachsbeschichteten sind auf der anderen Seite vom Regal unten. Rechts müssen die. Okay. Ja, danke schön. Kein Ding. Tschüss. Tschüss. Entschuldigen Sie, ich suche Stoffe für Vorhänge. Das tut mir leid, das ist nicht meine Abteilung. Fragen Sie, ach, die Kollegin doch hier. Die weiß das. Entschuldigung, ich suche Stoffe für Vorhänge. Ah, welche denn? Helle oder dunkle? Ja, am besten so helle. Helle? Ja, gehen Sie einfach vorne links und dann müssen die eigentlich nach 3 Regalen auftauchen. Super, danke schön. Kein Problem.
Also hier sind aber richtig tolle, kompetente Mitarbeiter. Also sehr freundlich. Ja. Also hier komme ich nochmal hin. Okay, es ist jetzt gerade mal 11 Uhr Abend. Ich habe noch die halbe Nacht, also eigentlich die ganze Nachtzeit. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Gut, es ist jetzt 3 Uhr nachts. Ich habe gerade mal nicht mal die Hälfte. Was ist jetzt? Das ist doch... Ich habe noch ein paar Stunden Zeit, wenn ich kann. Das ist... Ich habe noch ein paar Stunden, bis ich einschlafe oder kollabiere. Das ist okay. Das ist okay. Oh Gott, oh Gott. Wie viel muss... Hey, eine Stunde ist die Karte. Mein Kasten ist nicht fertig. Oh mein Gott! Ah! Gut. Es ist hell. Mein Wecker hat geklingelt. Die Con fängt an. Mein Cosplay ist nicht fertig. Monatelang habe ich mich auf diesen Tag vorbereitet. Ich habe sauteuren Stoff gekauft. Ich habe es nicht geschafft. Aber ich werde mir diese Con nicht kaputt machen lassen. Ich gehe einfach mit diesem Stoff auf die Con. Und werde die Hübscheste dort sein. So, das Video. Ja. Ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Macht das Erdmännchen. Genau. Schreibt uns vielleicht in die Kommentare, ob ihr auch solche Situationen habt, in die Cosplayer kommen. Ja, und wenn es euch gefallen hat und ihr mehrere Teile sehen wollt, könnt ihr es uns auch gerne mitteilen. Ja, einfach. Das Erdmännchen machen. Mit dem kann man alles machen, ist sehr nützlich. Und ja, vielleicht kann man sagen, das Erdmännchen ist wegen dieser Bewegung. Ja. Das ist jetzt so gefragt worden. Es ist halt Kommentare schreiben. Einfach nur. Wie ist ein Erdmännchen hier an den PC werfen? Lassen. Oder auch Mann. Oder tot. Was sagt? Ja. Gut. Okay. Dann sieht man sich bei mir in diesem Video. Video. Ja. Nein. Tschüss. Tschüss. Auf dann. Auf. Okay.